Und bedanke mich erstmal für die nette Ansage und begrüße euch hiermit zu meinem Vortrag zur effizienten Papierwerbung. Wie Steffen eben schon richtig gesagt hat, gibt es Möglichkeiten, wie statt der Tonne auch die Kasse klingeln kann. Und ja, wie man das am besten macht, möchte ich euch jetzt am besten erklären. Ich habe angefangen mit einer kleinen Auffrischung. Und zwar, was ist denn eigentlich genau Werbung? Werbung ist die Beeinflussung verhaltensrelevanter Einstellung mit Kommunikation. Das kürzen wir an der Stelle ein bisschen ab und lassen das auch so stehen, speichern das ab für die nächste Zeit. Ich bin sicher, dass bei der einen oder anderen Folie das nochmal in Erinnerung gerufen wird. Im Folgenden möchte ich auf ein Beispiel für eine besonders erfolgreiche Form der Papierwerbung und sich den daraus ergebenden Handlungsableitungen für den Apothekenmarkt eingehen. Dieses Beispiel für erfolgreiche Papierwerbung ist Einkauf aktuell. Berühmt, berüchtigt, erfolgreich. Die Gründe dafür könnten eigentlich banaler nicht sein und sind wahrscheinlich auch unterbewusst jedem klar. Stichwort Mülltrennung. Sie müssen das Ding anpacken und dadurch wird eine höhere Wahrscheinlichkeit erzeugt, dass Inhalte von Ihnen auch gesehen werden. Dazu kommt jetzt noch die breite Produktpalette. Jeder findet immer irgendwas und das erzeugt so eine Art Spannung. Was ist denn dieses Mal dabei? Und wenn es nur das TV-Programm ist, denn auch da ist auf der Rückseite noch Werbung. Einige werden sich jetzt fragen, was hat das jetzt mit Apothekenpapierwerbung zu tun? Im Grunde eigentlich gar nichts, bis auf die Produktpalette und auch die Verteilart. Also es ist für jeden was dabei und man orientiert sich an der Produktauswahl. Ja, so ein bisschen nach der Saison und einem breiten Sortiment. Man möchte halt niemanden ausschließen. Und dann verteilt man das Ganze natürlich auch ja, in jeden Haushalt in dem Gebiet, weil man so einfach keinen ausschließt. Jetzt ist es so ein bisschen bei der Apotheke ja ähnlich. Ihr wisst ja auch nicht, wann wer mit welcher Krankheit zu euch kommt und Medikamente braucht. Ihr könnt euch auch nur an der Saison orientieren und selbst da verschiebt sich das ja auch immer in gewissen Abständen. So, jetzt gibt es dazu aber noch einen kleinen und sehr, sehr feinen Unterschied. Für jeden dieser präsentierten Bereiche hält der Kunde ein spezielles Monatsbudget vor. Also sei es Lebensmittel, Investitionsgüter oder sonst irgendwelche Anschaffungen, für jedes dieser Prospekte plant der Kunde ein bisschen Geld im Monat ein. Anders bei Arzneimitteln. Niemand möchte krank werden. Niemand plant deswegen entsprechend Budget. Und das heißt, du als Apotheker erzeugst im Prinzip aktiv keine Frequenz und bist auf dein Umfeld angewiesen und entsprechend auf die dort erzeugten Frequenzen. So nach dem Motto, wenn ich schon mal hier bin, dann gehe ich auch mal eben in die Apotheke. Das ist ein sogenannter Impulsbesuch. Und die Frage ist dann jetzt, wie kann man diesen Impulsbesuch, der durch das Umfeld erzeugt wird, mit Papierwerbung steigern? Richtig. Ich schaue mir das Umfeld an. Und dafür verwenden wir gerne die W-Fragen. Das heißt also, wo liegt mein Standort? Wo liegt meine Konkurrenz? Welche Menschen leben eigentlich in meinem direkten Umfeld? Welche Frequenzeinflüsse befinden sich in meiner näheren Umgebung? Sei es Lebensmittel, Einzelhändler, Ärzte, Baustellen, Parkplätze, Zebrastreifen, Banken etc. Welchen Zeitpunkt der Saison haben wir gerade? Und wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Also was sind meine eigenen Schwerpunkte? Wenn man sich mit diesen Fragen intensiv auseinandergesetzt hat, dann ergeben sich zwangsläufig daraus ableitbare Werbekonsequenzen für die Produktauswahl, die Preisstrategie, den Umfang, das Format, die Grundanmutung. Und auch die Präsentation meiner eigenen Schwerpunkte. Ich möchte euch mal ein paar kleine Beispiele für diese Ableitungen zeigen. Ich habe das Ganze einfach nochmal zwecks Übersicht nebeneinander gestellt, damit ihr das auch besser nachvollziehen könnt. Der Standort, ob es jetzt im städtischen oder auch im ländlichen Bereich ist, der entscheidet über das Einzugsgebiet der Apotheke und demnach auch über die Auflage und den Umfang meiner Papierwerbung.
die Lage und die Ausrichtung der Konkurrenz beeinflusst entsprechend auch den Umfang, die Produktauswahl und auch die Preisstrategie. Die Preisstrategie beeinflusst die Grundanmutung und die Produktauswahl. Die soziodemografischen Ausprägungen, wie ein erhöhter Anteil von Familien mit Kindern, beeinflussen die Produktauswahl, Stichwort Phytothek. Die soziodemografischen Ausprägungen, wie ein erhöhter Anteil Geringverdiener, beeinflussen signifikant das Rezeptvolumen und die Produktauswahl und auch die Preisstrategie. Hier ist das Stichwort Lebensstil. Menschen mit einem hohen Einkommen achten wesentlich mehr auf die eigene Gesundheit als Menschen mit einem niedrigen Einkommen. Die Art und die Lage der Frequenzerzeuger beeinflusst die Produktauswahl, die Strategie und natürlich auch die eigene Frequenz. Apropos Frequenz. Ich denke, wir kennen alle die aktuelle Situation. Corona hat uns alle irgendwo ja, im Griff gehabt und hat so ein paar Sachen durcheinander gewirbelt. Ne? Und in dem Fall ist es jetzt so, hier wurde nochmal die besonders starke Abhängigkeit von Frequenzeinflüssen halt eben deutlich gemacht. Ne? Ihr wart gut bedient, wenn ihr in einem systemrelevanten, starken Frequenzbringer in der Nähe hattet und entsprechend dort die Frequenzen mitnehmen konntet. Das heißt also, ohne Shoppingmöglichkeiten gibt es im Prinzip keine Laufkundschaft. Geblieben ist dann noch die Aussicht auf Lieferung und Versand. Anders sieht es aus bei Apotheken, denen im großen Umfeld nicht so wirklich viel los ist, außer ein Wohngebiet. Denn dort hat es sich so entwickelt, dass eben ja, der Absatz gestiegen ist, weil die Menschen große Menschenmassen vermeiden wollten, weil sie sich nicht anstecken wollten und entsprechend da dann Apotheken besucht haben, von denen sie der Meinung waren, dass dort weniger Masse zu erwarten ist. So, dazu hat sich jetzt auch in dieser Zeit ein wenig die Produktnachfrage verändert, als Stichwort Desinfektionsmittel, Masken oder auch Fieberthermometer. Wenn ich jetzt gerade bei den Produkten bin, möchte ich auch da weitermachen. Ich gebe euch jetzt mal eine sehr steile Aussage mit in den Raum. Wir sagen, mit der Auswahl der Werbeartikel steht und fällt der gesamte Erfolg einer Werbemaßnahme. Und jetzt stelle ich die Frage in den Chat. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn eure Produkte auf dem Flyer aus? Ist es Bauchgefühl? Ist es der Lagerbestand? Ist es das Ertragsverhalten? Richtet ihr euch nach der Saison? Oder sind es mehr oder weniger sinnvolle Kooperationsvorgaben von Werbepartnern? Warum sollte man letztendlich auch Produkte bewerben, die ich A, nicht auf Lager habe und B, auch noch nie verkauft habe? Ja, dabei gibt ein genauer, zahlenorientierter Blick in die Kasse sehr detaillierte und wichtige Erkenntnisse preis. Also zeigt zum Beispiel eine Bon-Betrachtung, dass bestimmte Artikel zu sogenannten Impulskäufen führen. Das liegt daran, dass der Kunde den Eindruck hat, dass die Apotheke besonders günstig ist. Und jetzt erinnere ich wieder an die Definition. Hier beeinflussen es die Preise verhaltensrelevante Einstellungen der Kunden. Und in diesem Fall wird die Wahrnehmung des Preises verändert. Hier geht der Kunde von einem niedrigen Preisniveau aus, was zu einer erhöhten Kaufbereitschaft führt. Je mehr Artikel ich jetzt in meine Werbung packe, die einen hohen Impulsertrag aufweisen, desto ertragreicher ist letztendlich der Werbeerfolg. Wer jetzt hier einen tiefen Blick in die Kasse gewagt hat, der wird relativ schnell feststellen, dass dies ohne ausreichende Markt- und BWL-Kenntnisse kaum bis gar nicht umsetzbar ist. Jetzt können wir uns ja wieder mal mit dem Einzelhandel vergleichen. Wir wissen ja, wir haben eine relativ gleiche Zielgruppe. Und so ist es auch mal ganz interessant, denn mal nachzuschauen, was denn der Einzelhandel genau macht. Und so ergaben Umfragen der Kunden aus dem Einzelhandel, dass mehr als die Hälfte der Kunden sich an spezielle Bildschirminhalte erinnern und mehr als die Hälfte daraufhin auch eine deutlich gesteigerte Produktwahrnehmung empfinden. Und dadurch auch ein positiver Kaufimpuls oder Einfluss entsteht. Es sind sogar noch mehr Rückkehrer im Laden, nachdem eine positive Kombination aus Musik, Visuals
und auch Duft wahrgenommen wurde. Und sogar Apothekenkunden empfinden das so, mehr, also beziehungsweise ein Viertel aller Apothekenkunden bleiben letztendlich auch länger im Offizin, wenn Bildschirminhalte präsentiert werden. Heißt das jetzt, du sollst dir Bildschirme ins Offizin hängen? Das hat ja jetzt gar nicht mehr so viel mit Papierwerbung zu tun. Ja, nicht unbedingt, denn es gibt ja auch Alternativen. Und eine ganz spannende Alternative ist der QR-Code. Der QR-Code, der verbindet nämlich Papier und den Bildschirm. Der Mensch, der den QR-Code sieht, der muss mit seinem Handy aktiv werden und kommt dann entsprechend auf eine Seite, wo ihr möchtet, dass er hingeführt wird. Ja? Der QR-Code ist im Prinzip so programmierbar, dass er auch auf eine Webseite führt, auf einen Webshop, auf Kontaktinformationen, auf eine V-Card, sodass sich automatisch auch das Telefonmenü im Handy öffnet, sodass Sie den Kunden direkt anrufen können. Und das sind alles besonders spannende Effekte, weil man nicht großartig viel Aufwand hat, diese Sachen zu erstellen. Dann habt ihr mit diesem QR-Code auch noch die Möglichkeit, besonders viel Inhalt, also wir reden hier fast über eine ganze DIN A4-Seite, zu präsentieren, was euch hier die Möglichkeit gibt, auch den Flyer einfach mit dem QR-Code zu verbinden. Ja, so könnt ihr jeden, der Interesse hat und mit dem Handy unterwegs ist, entsprechend euren Flyer auch aufs Handy schicken. Und ihr habt die Möglichkeit, diesen Code jederzeit zu ändern. Also montags kann dieser Code auf eure Homepage führen und dienstags kann der Code auf die Routenfunktion von eurer Webseite führen und mittwochs kann dieser Code auf sonst irgendeine Seite führen, so wie ihr es halt eben wünscht. Ihr könnt den QR-Code natürlich auch noch auf Plakatwände platzieren. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit hier letztendlich auch noch Menschen zu beeinflussen, die gar nicht direkt in euer Offizin kommen. Das alles ist allerdings ein bisschen untransparent, wenn ich das Ganze nicht vernünftig controlle. Ja, die durchdachteste Planung und auch die geschickteste Durchführung bringt ja im Prinzip keinen Aufschluss darüber, ob das Ganze erfolgreich war oder nicht. Ja, es wird hier eine gewisse Datentransparenz benötigt, eine aussagekräftige Datenbasis und Vergleichswerte. Ohne Controlling wisst ihr nicht, ob und wie erfolgreich diese Aktion war. So, das war es von meiner Seite schon. Jetzt mal in diesem Fall ein bisschen kürzer. In der Kürze liegt die Würze, sage ich immer so schön. Und wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Vortrag oder auch wünscht, dass ich mal einen Blick auf eure Flyer werfe hinsichtlich der Artikelauswahl, dann könnt ihr mir das gerne per E-Mail schicken, thorstenwölk@baufeld.de oder alternativ an hallo@apothekenerfolg.de. Und wer jetzt noch Fragen hat, für den stehe ich gerne zur Verfügung, auch gleich noch im Breakout-Room. Ganz lieben Dank schon mal für die Einblicke. Ich versuche gerade noch parallel die E-Mail-Adresse in den Chat zu tippen. Es war hallo@apothekenerfolg.de, ja? Ganz genau. Weil die ist, glaube ich, am einfachsten. Da würdet ihr einen kostenlosen Blick auf die Flyer-Werbung, die Apotheken umsetzen, werfen und so ein paar Tipps geben. Also ich fand gerade auch die Thematik mit dem QR-Code spannend. In einem der Vorträge hier auf dieser Bühne haben wir etwas über Bewertungen zum Beispiel von Trustpilot erfahren, wo ein Beispiel auch aus meiner Apotheke gezeigt wurde, wo ich halt über einen QR-Code entsprechend auf das Profil verweise. Mir war gar nicht bewusst, und das finde ich durchaus spannend, dass man den gleichen QR-Code auch einfach eine Zeit lang später woanders verweisen kann. Braucht es dafür eine technische Lösung? Habt ihr dafür eine Lösung entwickelt, wäre jetzt so eine Frage? Oder wie kriege ich das hin, dass ich hinter den QR-Code einfach eine andere Webadresse entsprechend setzen kann? Ich bin ja jetzt der Strategieberater. Wie das technisch gesehen jetzt genau gelöst wird, kann ich nicht sagen. Okay. Wir bieten allerdings QR-Codes an. Ja. Das im Nachhinein zu ändern, ist kein großer programmtechnischer Aufwand. Wie das allerdings im Detail funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Die Frage nehme ich gerne auf und würde es dann im Nachgang noch beantworten.
Sehr gerne. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, Thorsten, gehen mit dir eh auch noch der ein oder andere in dem Breakout-Room von Apothekenerfolg mit über. Also so dass ihr, glaube ich, mit einer etwas stärkeren Mannschaft dort auch zur Verfügung stehen könntet, weil ich sehe schon, dass auch die Vanessa von Apothekenerfolg hier mit im Call drin ist, im Webinar mit drin ist, so dass eventuell dann doch die ein oder andere Frage, die tiefergehend noch ist, außer jetzt die Strategieebene dann quasi verlässt, in die technische Ebene rübergeht, dass die dann dort gefragt wird. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten würde ich sehr gerne auch schon mal den Hinweis, also gebt gerne die Fragen in den Chat ein. Ansonsten parallel starte ich schon mal mit dem Hinweis, wer Fragen hat, die jetzt vielleicht nicht auf die große Bühne gehören, sondern die dann eher ja, im Separé, im Breakout-Room gestellt werden sollen an Apothekenerfolg, gerne die Hand heben. Wer es noch nicht mitbekommen hat, unten auf Teilnehmer drücken, damit sich die weiße Teilnehmerleiste, wo alle, die jetzt gerade im Zoom-Call drinnen sind, die sehe, wir haben fast doppelt so viele Leute nochmal in YouTube, also an alle, die bei YouTube sind, leider Pech gehabt, da gibt es diese Breakout-Sessions nicht, aber alle anderen können dort die Hand heben, damit ich weiß, wen ich mit rüberbringe in den Breakout-Room. Das würden wir gleich tun und für alle, die bei YouTube sind, vielleicht haben sie zumindest Lust, den Kanal zu abonnieren, denn den Vortrag, den spannenden Vortrag hier vom Thorsten von Apothekenerfolg, kann man auch in einigen Tagen auf dem YouTube-Channel noch einmal im Stream sich in aller Ruhe anschauen, weil da doch wirklich viele, viele gute Aspekte drinnen waren für die lokale Apotheke. Aber würdest du vielleicht dann noch eine Frage von mir auf jede Papierwerbung immer auch die Möglichkeit nutzen, mit QR-Codes entsprechend zu arbeiten, mit speziellen, vielleicht auch speziellen Landingpages, die man aufsetzt? Was ist da so eure Empfehlung? Also verbindet ihr immer Papier mit der digitalen Welt, um auch eine Messbarkeit, weil du hast ja auch gesagt, es muss auch irgendwie eine Messbarkeit vorhanden sein, um das hinzubekommen. Wäre das eine Maßnahme? Also das kann man pauschal so nicht sagen, denn das richtet sich immer auch an die Umgebung. Ja, man muss natürlich schauen, beispielsweise, wie ist denn die Altersstruktur? Macht das überhaupt Sinn, dass ich Menschen versuche, mit dieser Online-Offline-Schnittstelle überhaupt anzulocken? Ist das überhaupt notwendig, beziehungsweise habe ich überhaupt das notwendige Potenzial dafür? Deswegen, das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn ich jetzt ein Szenario bekomme mit einem konkreten Standort, dann kann ich mir letztendlich auch mal die soziodemografischen Daten anschauen. Mit der entsprechenden Zielvorgabe vom Apotheker, dann kann man entsprechend dann schon eine wesentlich treffsichere Empfehlung abgeben. Okay, also es ist schon standortbezogen und individuell sollte man es sich anschauen, damit das Ganze nicht verpufft. Gut, schlimmstenfalls macht man wahrscheinlich auch nichts verkehrt. Man ärgert sich nur, wenn nichts passiert und schimpft auf den Berater. Richtig. Das ist dann wahrscheinlich eher die größere Schwierigkeit. Ich sehe leider keine weiteren, oder was heißt leider? Ich sehe keine weiteren Fragen, die jetzt hier auftreten. Gerne, wie gesagt, nochmal auch die Möglichkeit, die Hände zu heben. Wer nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Möglichkeiten mit Papierwerbung, aber auch kombiniert über QR-Codes dann entsprechend aus der Apotheke heraus mehr Kunden zu erreichen und entsprechend in die Apotheke reinzuziehen, um den Umsatz zu erheben, nutze das gerne entsprechend jetzt. Hier geht es gleich weiter nach einem kurzen Cut, den wir brauchen, um nochmal so ein bisschen an der Technik dann entsprechend zu arbeiten. Weiter mit dem Thema Eigenmarken für Apotheken, auch durchaus ein sehr spannendes, war sehr praxisnahes Thema. Thorsten, von meiner Seite aus ganz, ganz lieben Dank für diese Session. Und parallel bin ich hier so ein bisschen am Zuordnen und viel Erfolg weiterhin. Und danke, dass ihr von Apothekenerfolg den DDR-Summit unterstützt und mit dabei seid, weil ohne Partner wäre das am Ende des Tages hier auch alles nicht zu stemmen. Also auch dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und werde ich euch jetzt in den Breakout-Room überleiten. Wundert euch nicht, es macht einmal ganz kurz einen Cut und ihr verschwindet in einen separaten Raum. Alles klar, von mir auch nochmal lieben Dank, lieber Stefan. Vielen Dank für die Möglichkeit und weiterhin noch einen schönen Tag. Danke, euch auch.